Dr. Bob hat mich zu sich nach Hause eingeladen und hier wohnt er. Wir sind ungefähr eine Stunde von Sydney entfernt und hier hat Dr. Bob ein schönes, Anwesen kann man gar nicht sagen, aber ein sehr schönes Haus. 5 Hektar hat er, Schafe hat er auch, die sind aber jetzt leider schon wieder weggelaufen und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier eine Autostunde von Sydney entfernt lebt Dr. Bob zusammen mit seiner Frau Annie. Eine gute Gelegenheit, mal nachzufragen, ob er zu Hause auch so liebenswert ist wie im Dschungel. Er ist ein wunderbarer Mensch. Ja, er hat viel Humor und er kümmert sich sehr. Was ich an ihm aber am meisten bewundere, ist, dass er so ausgeglichen ist. Er regt sich nicht auf oder ist gereizt. Er ist extrem verlässlich. Viele Leute kommen zu ihm und wollen seinen Rat. Er ist der Mann, zu dem unsere Freunde gehen, wenn sie ein Problem haben. Er ist der Go-To-Man. Everybody comes to him for a little bit of advice and the phone's really always going with somebody in the family or this has happened, that's happened. Erst als sie zusammen nach Deutschland gereist sind, ist Annie klar geworden, dass sie mit einem Star verheiratet ist. I had no idea how well known he was. Also für mich war es eine große Überraschung. Ich wusste nicht, dass er so berühmt ist. Wir konnten kaum in Ruhe auf der Straße langlaufen. Andauernd kamen Leute und machten Fotos. Manche waren auch irritiert, ihn außerhalb des Dschungels zu sehen. Was die wenigsten wissen, Bob McCarron ist kein Arzt, sondern ein Rettungssanitäter. Doch vor allem ist er ein berühmter Make-up-Artist. Bei dem mit 4 Oscars prämierten Film Matrix hat er die Special-Effekt-Masken gemacht. Beim Musical Phantom der Oper ist er seit vielen Jahren dabei. Ich führe ein geteiltes Leben. Ich bin Dr. Bob auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich Make-up-Künstler. Und ich liebe beide Jobs. Manchmal überschneiden sie sich auch. Neulich bei Phantom der Oper hatte jemand einen Herzanfall, also rannte ich los und behandelte ihn. So kann ich alle meine Fähigkeiten einsetzen. Annie fertigt die Perücken für die Musical-Darsteller an. So haben sich die beiden kennengelernt. Wir arbeiten seit 26 Jahren zusammen. Verliebt haben wir uns aber erst vor 10 Jahren. Und das ist toll. In der wenigen Freizeit, die bleibt, lebt das Multitalent seine spirituelle Seite aus. Ja, er ist wirklich wonderful, der Bob.